Dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, zumindest. Was die Top 5 anbetrifft. Jetzt wollen wir einmal gucken, was Onkel und Brüderchen dazu sagen, was du jetzt hier an Frage A bekommst und B auch beantwortest, wie sie sich schlägt. Auf alle Fälle anfeuern anschließend. Richtig, Gas geben. Wir haben natürlich das Thema Mr. Quas gewählt, mit dem ganzen Hintergrund mit dazu. Wir werden nachher auch noch einen kleinen Film dazu sehen. Und ich glaube, die Bourgeois hat das Thema erste und zweite Generation schon einmal angesprochen. Deswegen die Frage für dich, Damla. Was denkst du über die erste Generation? Wie erfolgreich waren sie deiner Meinung nach in Deutschland? Und warum war die erste Generation deiner Meinung nach so erfolgreich? Also auf jeden Fall war die erste Generation erfolgreich, sehr sogar, weil sie in ein Land hingezogen oder eingewandert sind, obwohl sie die Sprache nicht konnten. Und es war natürlich für sie noch schwieriger. Ja, und sie wollten Geld verdienen, erfolgreich sein, also wollten Geld verdienen, Häuser bauen in ihrem Heimatland, sie wollten zurückgehen. Aber da sie jetzt hier geheiratet haben und hier seine eigene Familie haben, können sie nicht zurückgehen. Aber auf jeden Fall sind sie erfolgreich, sehr erfolgreich. Der Sieg, der Titel der Miss Tourbois geht an die Startnummer. Lass die Musik oben. 16! Nummer 7!